drei Buchstaben für euch. E. I. S. Und zusammen heißt das Eis. Aber die spannende Frage bleibt natürlich, wer von uns beiden ist der bessere Eiskünstler? Jawohl, es heißt heute, möge die schönste Eiskultur gewinnen. Und wir haben einen Ansporn, denn auf den Gewinner erwartet ein Eis. Los geht's. Los. Hallo und herzlich willkommen zu Giga Live. Wir sind hier in der Eiswelt in Dresden unterwegs. Hier haben 23 Künstler wahre Kunstwerke aus Eis geschaffen. Aber natürlich auch ganz viele Techniker sind hier mit am Start, die das Licht so schön setzen und die Temperatur muss stimmen. Es sind hier minus 8 Grad, also richtig kalt, damit das auch möglichst lange so schön bleibt. Jawohl, und hier gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Olaf! Hallo! Elsa! Guck mal, mach, stell dich mal wie Olaf. Nein! Elsa! Wir haben es ja eben schon angekündigt, wir möchten aus so einem wunderschönen Eisblock eine Figur selbst herstellen. Allerdings gehört das zu den sehr wenigen Dingen, die wir nicht können bzw. noch nie gemacht haben. Deswegen haben wir uns Experten an die Seite geholt, die unter anderem hier für diese ganzen tollen Kunstwerke verantwortlich sind. Und das ist auf der einen Seite der Van Gogh. Applaus! Hey. Und der Martin. Hallo ihr zwei. Geht's euch gut? Ja, fantastisch. Alles gut? Danke. Bisschen kalt, ne? Ja. Könnt ihr uns mal kurz erklären, wie man aus so einem Eisblock eine zarte Figur herstellen kann? Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein Block. Ja. Darauf zeichnen wir, was wir machen wollen. Dann schneiden wir das alles weg. Dann haben wir die grobe Form. Ja. Dann wird das alles abgeroend und dann updateerd. Und dann haben wir eine Eisskulptur. Ja klingt easy. Einfach. Voll gut. Ist es was, auch. Was würdet ihr sagen, realistischerweise, wie lange braucht man? So 90 Minuten ungefähr für heute. Und kommt auch noch drauf an, was man machen will. Also ich habe ja vorgeschlagen, einen Eiswürfel zu machen. Aha, bisschen aber besser ist, glaube ich, irgendwas anderes. Habt ihr euch was überlegt, was wir auch quasi erstellen können? Naja, wir sind natürlich hier von Kika, dus wir denken, dass die Schneehase das beste Motiv ist. Okay, und wir machen das gleich, damit wir es vergleichen können. Ja. Okay, alles klar. Ja, das Kopf. Weißt du, bei diesen Kunstsachen war Jess immer so ein bisschen die Nase vorne. Okay. Weil ich bin eher so der Mann fürs Grobe. Ah, grober erstmal. Und dann erst grob und dann diese, die werden wir dann später malen. Malt Ben auch selber? Sag mal, wer malt denn bei euch eigentlich gerade? Das ist dein Job, Bernie, nicht? Ich muss mal ran. Du, wo war ich denn jetzt? Das Gesichtlein steht quasi. Das heißt, es ist hier. Das heißt, die Beinchen beginnen hier bei deinem. Bei der Markierung, genau, das sind ungefähr so die Beinpartie. Guck mal so. Genau. Ja, Jess, also ich sehe schon richtig, bei mir schon richtig gut aus. Hat dein Hase eine Wampe? Ja, der wird ein bisschen dicker. Der wird ein Kuschelhase. Achtung, das heißt schon, du bist schon zu tief. Was? Du bist schon zu tief. Scheiße. Kriegen wir das noch hin? Ja, das kriegen wir kaschiert. Warte mal. Aber hier. Jessica! Yeah! Ihr habt den Kopf abgemacht. Nein, hast du nicht gemacht. Der ist abgefallen. Hast du nicht gemacht. Das ist einfach so passiert. Nein! Du hast nichts getan. Es ist nicht deine Schuld. Aber das Gute ist, was ich gerade von Martin... Ja? Wenn du zu tief reinstichst, dann besteht die Gefahr, dass was wegbricht. Ah, okay. Das wollen wir eigentlich nicht. Wie viel Eis wurde hier insgesamt in der Eiswelt benutzt? Hier in die Eiswelt haben wir über 400. Trau mich nicht, ich mach's kaputt. Nee, nee, nee. Wie geht das? Es ist wie eine Graffierstift. Yes. Was machen wir jetzt? Gesichtlein? Sein Gesicht sagen, ja. Jetzt wird's doch stressig, hätte ich nicht gedacht am Anfang. 5, 4, 3, 2, 1.
Finger weg! Finger weg! Bernie! Oh. Geschafft! Check! Bernie! Check! Oh. Check. Oh, wow. Ja, es hat super Spaß gemacht. Wirklich unfassbar toll. Vielen Dank. Wirklich auch so ein sichtbares Ergebnis zu schaffen. Ich meine, wir haben jetzt anderthalb Stunden gehabt und hier stehen einfach mal, ich finde, zwei echt zuckersüße Häschen. Ich finde den so süß, ich könnte mich auch gar nicht entscheiden, sind einfach zwei sowas von... Mal, soll ich dir mal sagen, was ich witzig finde? Was denn? Die zwei sehen aus wie wir beide. Wir haben süß und gemütlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Haben wir schon wieder beide gewonnen, oder was? Es hat Spaß gemacht. Also ich möchte gar nicht gewinnen heute. Ich möchte gerne mit dir gemeinsam aus diesem schönen Tag rausgehen. Darauf erst mal ein Eis. Cheers. Cheers. So, vielen Dank auch euch beiden. Kommt noch mal ran, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Was für eine Kunst, hey. So sieht's aus. Und Kunst liegt vor allem auch im Auge des Betrachters. Deswegen haben wir beide gewonnen und unser Eis, wahrlich, verdient mir so warm. Echt? Mir ist so warm, ich schwitze. Tschüss. Tschüss. Willst du auch noch mal haben? Sagen wir mal hier. Ist sie nicht niedlich? Sie ist so niedlich. Sie ist so süß.